wir führen die entspannende Geschichte einfach weiter. Ich werde dabei meine Schnitten essen. Weil es ist 12 Uhr. Es ist Mittagszeit. Oh mein Gott, es sind alte Leute Mittag. Juhu, ein weiterer Loyalist. Ah, sehr schön, richtiges Holzfällen. Dritte Hand ist sauer. Warum? Ach so, weil du nicht genug Ringe hast. Dann belohnen wir dich halt mit Ringen, auch wenn wir selbst kaum noch welche haben. Können wir nicht mehr. Er macht mich einfach fertig. So, 10 Speere produziert. Lüge. Außer es sind 4 Speere verteilt. Oh, der Speer ist zerbrochen. Bei beiden. Die hat immer noch keinen. Wie heißt das? Keine Möglichkeit, das Ganze voranzutreiben. Beziehungsweise Rendezvous ist immer noch nicht möglich zwischen den beiden, weil sie sich nicht genug mögen. Weil Rim anscheinend stinkt. Sexuelle Besessenheit. Ich habe einfach keinen Sex mit einem Bauern.
Holt die Leiche? Welche Leiche? Ich wünschte, ich könnte ihn einmal kurz zumachen. Dann lass uns die Sperre verkaufen und das Bier. Das sind knapp 500 Einnahmen über unsere Nachbarn. Na gut, die werden auch direkt abgezogen. Polia sieht interessant aus mit ihrer Haarpracht. Und gehst du bitte weg? Danke. Keiner hat vor, hier Futter dir zu geben. Vor allem 120 erstmal wieder bezahlen für Steuer auf Krieger. Ey, da krieg ich schon wieder den Rappel. Werkzeuge kosten auch einfach 5. Papier 56. Die Schweinefarm. Ah, okay. Wir müssen 50 Rüben haben, um die Schweinezucht zu beginnen. Alle 6 Tage werden Schweine geschlachtet. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ich wollte eigentlich Ringe einkaufen. Weil ich so wenig habe. Wenn der Handel abgeschlossen ist, kommt ja erst das Geld. Deshalb, ich muss schon 500 einfach oben drauf rechnen. Steht 90% dran, aber wir produzieren angeblich, also es ist immer noch 60%. Nimm den mal weg. Scheiße, das war die Kohlerei. Ich habe das falsche Gebäude abgerissen.
So eine Kacke nochmal. Wie läuft es so bei dir? Super. Nur, dass ich mich gerade nicht dran halte, weil ich gesagt habe, nämlich zu essen. Ich esse ein normales Brot mit Käse. Bin ich da wieder mit Funkenheim am Streiten? Hallo, guck dir mal an, wer da drin ist. Da kann doch die Siegwahrscheinlichkeit nicht 63% sein, die Diebe zu erledigen. Auch wenn wir überwiegend Knüppel benutzen. Was ist das für eine große Scheibe? Das ist eine ganz normale Käsescheibe. Ja, ist relativ viel Fernkampf, aber im Nahkampf werden die auseinandergenommen. Danke fürs Folgen, Crash.
Oh, Rim und dritte Hand haben endlich mal Sex. Damit ist ihre Sehnsucht erfüllt. Kannst du zurzeit keine Belohnung kriegen, weil König ist nicht da? Da Preise für manche einer Waren auf dem Markt im Gegensatz zu jenen im Angebot der Heiligen Karawane niedriger sind, kaufen einige geschäftstüchtige Wabunden deine Waren auf und verlassen die Stadt, um sie anderswo weiterzuverkaufen. Elendige Käufer. Müssen wir echt die Preise anziehen. Entschuldigung. Wobei, wenn ich die Produktion einschläfe, bedeutet das, dass die Leute, die da drin gearbeitet haben, arbeitslos werden. Ist auch nicht so geil. Bei den Holzfällerhütten. Aber irgendwie muss ich ja auch wieder hinkriegen, dass sich das Land ein wenig erholt. Alles so complicated. Kämpfen 10, Führung 10. Das wird schon. Ja! Tim, der Mächtige! Zerfetzt die Bogenschützen! Der feindliche Kommandant hat sich ergeben. Egal, schlachtet sie ab! Wir können gar keine Banditen aufnehmen. Nur die Leute, die man sperren muss.
einfache Opfer. Bitte was? Es waren lebendige Wesen. Aber damals würde ich schon ein bisschen Fruchtbarkeit verloren. 92%. Eigentlich, ich glaube, das war schon immer 92% da oben in der Ecke. Was hast du mit dem System der Ringe nicht verstanden? Ringe sind halt sowas wie ein Machtinstrument. Aber es gibt nicht einen Ring, es gibt viele Ringe, um alle zu knechten. Oder auch nicht. Warum haben wir nicht genug... Wir haben natürlich genug Platz in der Kaserne. Kann gar nicht sein. Ich habe schon wieder aufgehört zu essen. Ich muss mit dem Essen vorankommen, damit der Hund mich nicht mehr anguckt von unten. Der kriegt nämlich nichts mehr zu essen. Also nichts mehr vom Tisch. Der kriegt kein Menschenfutter mehr. So. Ey, ihr Bananen, ihr habt eine Allianz geschmiedet. Untereinander und die ist kacke. Ist es nicht ein bisschen spät damit anzufangen? Nein. Deine Gehirnwindungen werden schon eines Tages rausfinden, dass es kein Futter mehr bei mir gibt. Tja, und wenn er das so herausgefunden hat, wird er gehen. Ja, weil er an Altersschwäche stirbt. Bitte was? Eine riesige Kolonie von Ratten wird sich in deinem Lagerhäuser ansehen. Deine Nahrungsvorräte werden täglich verbraucht. 7 Tage lang gehen täglich 10 minus Size 2% der Vorräte verloren. Der Preis dieser Ressource bei der Heiligen Karawane erhöht sich um das Dreifache. Sollte ich einfach ein paar Katzen... Ich hatte im Rausch des Nektars eine Vision. Ihr Olle. Ihr Drogensüchtigen. Okay, da will ich militärisch auf die Probe stellen, aber wir haben auch inzwischen ein bisschen mehr... Waffen produziert.
Während der Arbeitszeiten suchen Scharfrichter nach Vagabunden, die gewisses Verbrechen bezichtet wurden, und führen sie zum Schafott. Wenn ein Verdächtiger identifiziert, wird die ausgewählte Strafe vollzogen. Wenn es keine weiteren Verdächtigen in der Stadt gibt, widmen sich die Scharfrichter der Verbrechensprävention. Sie schüchtern nacheinander alle Vagabunden ein und bringen sie davon ab, am folgenden Tag Verbrechen zu begehen. Du kannst auch Terror gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen ausüben. Ihr macht das schon. Er wird denken, dass du ihn nicht mehr liebst, ne? Der hat sich jetzt gerade hingelegt. Weil er hat gesehen, dass ich die eine Stunde gegessen habe und der weiß nicht, dass ich noch eine zweite habe. Wo Händler? Wir können Sklaven verkaufen. Glaube ich jedenfalls. Ja. Nicht, dass ich sowas unterstütze, aber es waren Banditen. Die Dauer der durch Terror erlebten Gedanken wird halbiert. Der negative Gedanke, der durch den Konsum von Schnaps hervorgerufen wird, fällt in dieser Provinz halb so stark ab. Ich habe einen Bogen? Ach so. Den haben wir wahrscheinlich durch den Kampf bekommen. Passt schon. Die Axt und das Schwert sehen schon gut aus. Ansichtssache. So, wenn jemand das lernen muss, muss das Luna lernen. Die hat nämlich als einziges genug Intelligenz, um das Buch vernünftig zu lesen. Du hast Sehnsucht nach einer Belohnung. Kannst du haben, weil wir inzwischen ein paar Ringe gekauft haben. Und du vermisst Preslav schrecklich. Kann ich dich nicht einladen zu mir? Der ist selbst auf einer Weltreise. Vor allem erpresst er uns zurzeit. Preslav, der Erpresser. Schicken Boten, wir willigen ein. Neutral zu bleiben. Ach, ist das schön, dass ihr euch endlich liebt.
Bei Fähigkeitszunahme durch Ausbildung wird sich die Steuer auf Krieger erhöhen. Ist ja nicht schlimm. Na, langfristig schon, aber oh, vor allem 20 Eisen fürs Übungsgelände. Moin, Artemis. Ich bin mir nicht sicher, ob mich alle lieben. Ist auch nicht der Sinn der Sache. Ich bin auch nur ein alter Mann, der auf seinem Rentenalter zusteuert. Das Ende wird kommen, es ist nah. Ich habe vergessen, Heilsalben zu kaufen. Nix da, du bist nicht alt. Es sich immer zu sagen, bringt nur Nachteile. Übrigens, das ist totaler Unsinn. Mein Rücken tut weh, bevor ich das gesagt habe. Schön, dass wir unsere Differenzen friedlich begleiten können. Und ich wurde aus der Allianz rausgeschmissen. Meine Beziehungen sind zu gut mit dem. Schicken Boten, die sollen in meine Allianz jetzt kommen. Ein Rücken tut auch weh bei Fehlbelastung. Ich weiß nicht, was du meinst. Also Fehlbelastung, das hört sich ja total unsinnig an. Wozu habe ich denn so einen teuren Stuhl? Echt jetzt? Ein Ort, an dem Bestrafung vollzogen werden kann. Das haben wir schon durchgelesen. Ach, da brauchen wir auch noch einen. Die Person muss einen Tag lang die Schandmaske tragen, während sie von einer weiteren Person hemmungslos geprügelt werden darf. Wer soll terrorisiert werden? Alle. Die Person wird geblendet, ist fortan blind. Bauern werden von Scharfrichtern bestraft. Kerker. Diese Person wird in Kerker geworfen. Wir lassen erstmal die Standardeinstellung. Das kann gern Luna machen. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass meine Kinder mal erwachsen werden. Thank you.
Harmon. Das wäre da. Egal, mein Bote Boromir schickt die wichtige Nachricht. Ungerechtfertigte Hinrichtungen und Bestrafungen sorgen für Terror unter der Bevölkerung. Du kannst außerdem Terror gegen bestimmte Kulturen ausüben, wenn diese dir mit einer Rebellion droht, das wiederum jene Kultur inspiriert, die diese Kultur hasst. Die Kaiden, Bauern etwa werden über Terror gegen die Waren überaus erfreut sein. Der positive Gedanke, der durch den Terror einer verhassten Kultur entsteht, ist so stark, dass diese Aktion eines der besten Mittel zur Schaffung von Loyalisten ist. Geil. Rassismus und Diskriminierung ist einfach ein gutes Mittel in dem Spiel. Danke fürs Folgen, Schnubbel. Wie im echten Leben. Ja. So, jetzt bin ich aber der Anführer der Allianz. Das bedeutet, dass ich auch entscheide, ob neue Leute in die Allianz reinkommen. Das war nämlich der Fehler von der ersten Allianz, die ich gemacht habe. Wobei ich mich gerade wundere, warum darf ich ihn denn nicht in Allianz einladen? Weil er wahrscheinlich in einem Konflikt gerade ist. Ein Lord ist aufbruchsbereit. Dann besuch halt Perislav. Ach, der ist immer noch nicht in der Stadt. Wo ist der denn? Da rennt der rum mit einer Armee oder was? Ja, das ist in einem Trupp. Ach, weil der Bote noch nicht zurück ist, können wir wahrscheinlich den anderen nicht einladen. So, Luna hat eine Kampfstärke von 9 und kann die trainieren. Wie weit ist denn die Horde schon? Das ist recht weit. Ich glaube, wir haben nicht genug Verbündete. Ach, der ist zurzeit bei uns in der Stadt? Ihr könnt doch eh alle nicht vernünftig spielen. Also Musikinstrumente.
Das sind nicht in meiner Grenze, ich habe Banditen in meiner eigenen Region. Ach, die haben alle Wundbrand. Viele. Löst die Armee wieder auf. Wir können da nämlich gar nichts. Also die Siegchancen sind so schlecht. Verbringe mal kurz ein bisschen Zeit. Ich habe aus Versehen wieder ein Kind abgewählt, weil ich gedacht habe, ab 12 Jahren könnte die vielleicht mal anfangen, ein Buch zu lesen. Aber Pustekuchen, sie kann nichts. Wie das Schafott auch Arbeitszeiten hat. Maler kann jetzt lesen, darauf haben wir gewartet. Kann Maler den ganzen Tag Bücher studieren. Mein Land heißt natürlich Duisburg, wie sonst. Wir unterstützen natürlich den Armutskönig. Tim, mit wem bist du denn auf der Jagd gerade? Mit dem Armutskönig, der rennt da unten aber irgendwo rum. Ach, du machst mich fertig. Und dein Schwert ist kaputt. Dein Speer, meine ich. Ja, gut, dass ich noch dazugekommen bin.
Sah schön aus, wie die Gedärme als Halsschmuck getragen hast. So muss das halt aussehen. Voll guter Übungsplatz. Erinnert mich an Hundewiese. Diese Unterstützung in Zeiten der Not werde ich nicht vergessen. Und erstmal mit Plünderung drohen dann. Ziel ist es so gesehen, wirklich gegen die Kirche irgendwann zu rebellieren. Weil du sollst ja der neue große Herrscher werden mit deiner Familie. Und das machst du entweder, indem du mit einer Allianz die Leute zusammenführst oder indem du sie nach und nach eroberst. Aber es kommt ja auch die Horde immer näher. Danke, Taiwendo, für ein Stufe 1 Sub. Produziert Kräuter aus dem nahegelegenen Wald. Tja. Wald gab's irgendwann mal. Horde ist die Krise, die hier abläuft. Also. Das ist halt. Eine Horde, die rumreißt und Ärger macht. Die zieht von Westen nach Osten. Und weil wir ganz im Osten sind, sind wir die Letzten, die angegriffen werden. Wahrscheinlich. Fällt mir gerade auf. Zum einen, wie alt werden meine Leute eigentlich? Und zum anderen weiß ich schon nicht mehr. Tim, du musst Anweisungen zuweisen. Wir brauchen mehr Bücher. Kampffähigkeiten sind ausschlaggebend. Da muss Tim aber auch Zeit für haben. Die haben eine eigene Allianz gegründet.
Das hasse ich aber. Kriege ich Krise. Oh, da würden sie nicht reinkommen, weil der Feind Windspitze da drin ist. Und ich denke mal, die Kampfkraft deiner Armee ist geringer als die Armee dieses Lords. Er findet dir gegenüber keinen Respekt. Und warum kann ich hier nur Vasalität anbieten? Also das... Ah ja, da ist es jetzt wegen der Allianz, aber... Da ist auch der König wieder nur unterwegs. Ein bisschen verkaufen. Ja, jetzt sind wir im Plus. Was haben wir hier noch? Du ziehst durch den Sünden erhalten den negativen Gedanken um die Hälfte. Alchemielabor. Da werden wir dann wahrscheinlich eigene Wunddinger produzieren können. Die Wahrscheinlichkeit von Sklavenrebellion fällt auf null. Eine spezielle Ernährung und mentale Stärke verlangsamt die Alterung. So, ist viel mehr effektiver als der Speer und doppelt so effektiv wie der Streitkolben. Zerstört feindliche Panzerung und Schilde. Aufgrund dessen ist sie nur halb so stark wie das Schwert, falls beide Krieger nicht von einer Rüstung geschützt sind und bei voller Rüstung doppelt so stark. 10-mal so stark wie der Speer, 5-mal stärker als der Streitkolben und doppelt so stark wie die Axt bei keiner Rüstung. Erlaubt das effektive Parieren von feindlichen Angriffen, bietet so zusätzlichen Schutz. Geht nur äußerst selten kaputt. Aber braucht auch einen Stahl und Stahl habe ich sowieso nicht. Genauso wie Äxte. Das produzieren wir so oder so. Warum kostet alles Gold? Hier wird niemand beklaut. Vor allem können wir aus einer Allianz heraus keinen beklauen. So, gehen wir hoch zur Wolfsjagd. Ja, der Bandit hat
schnell aufgegeben. Verkauft das Bier. Ich könnte den Hopfen ja eigentlich auch per Handel holen, aber... Bin ich da, dass die Wogen glättet zwischen den beiden, könnten die mit reinkommen. Ja, du hast beschlossen, die Banditen nicht anzugreifen. Das ist übrigens kein Beschluss gewesen. Die Waldbanditen planen einen Angriff. Eisenreserven gehen zur Neige. Da kommen die Tribute. Nicht von Panem, aber von unseren Dörfern. Die steigen übrigens auch mit der Zeit. Anscheinend wachsen auch die Dörfer um uns herum. Vernachlässigt mich. Ach Leute. Du machst das schon, Maler.
Rüdeberger Sinekinjob. 15,5, das ist ja na, weniger Holz als ein Adelshaus, aber dafür braucht es halt auch nochmal Eisen. Tim, der Lord ist zu beschäftigt. Das denkst du nur, weil seine Produktionsstätten noch keine Anweisung bekommen haben. Das lag aber daran, dass er nicht im Dorf war. Danke, Count Zero, für dein Prime-Sub. Ja, wir haben einen Fehler gemacht. Die kann natürlich lesen, aber die kann ja trotzdem unterrichtet werden. Verbringt nochmal kurz Zeit miteinander. Damit er wieder unsere Kinder unterrichtet. Boah, dieses Geklimper auf schnell macht mich irgendwie so ein bisschen kirre. Mein Gott, Banditenlager können wachsen. Leute ins zu Sklaven machen, wenn die Vagabunden werden. Ah, das ist aber... Dadurch könnten Leute Handlanger werden. Also was bedeutet letztendlich, die werden halt richtige Banditen. Ist auch nicht so geil. Tja, Luna, du kannst schon die wichtigsten Sachen. Schmelzofen, damit wäre die Frage beantwortet, dass man doch noch später einen Ofen braucht. Papierwerkstatt haben wir noch kein Buch gefunden.
Tut mir leid, Tim hat keine Zeit für Wolfsjagd. Achso, es wird trainiert. Angriff! Rim muss kämpfen. Ey, die Schweine sind direkt los. Verdammtes Dorf. Jetzt haben wir die Ratteninvasion und ist alles überfüllt. Das ist keine Massenschlägerei, die trainieren. Geht einen Zeugen befragen. Der Mann mit der Maske wirkt definitiv vertrauenswürdig. So doof. Wo sind meine Soldaten hin? Da mit dem Fähnchen, das sind die Leute, die die Armee auch befehligen könnten. Gibt eine Zeugenaussage, abschüchtert jemanden ein.
Narf kann jetzt auch lesen. Also wir haben wieder alle gleichzeitig Sex. So, reden wir nochmal kurz mit dem Händler, da machen wir wieder einen Break. Insgesamt läuft es doch. Wobei ich das Gefühl habe, es wird zu wenig produziert. Eingeschüchterte 2. So, daran forschen wir gerade. Werkstatt forschen wir auch gerade dran. Kann natürlich einen neuen Tempel bauen. Wobei eigentlich näher an den Gebäuden hier unten, obwohl dann laufen die eh da rechts rüber. Egal wo ich den setze, das ist nicht perfekt. So, produziert Dolche, Bögen oder Hämmer, Werkzeuge. Die setzen wir mal direkt dran. Ja, ich muss noch mit dem Händler reden. Wollte ich ja. Dritte Hand gerade da oder kotzt sie gerade in irgendeine Ecke, weil die schwanger ist? Baubeschleunigen. Eine spezielle Papiermuschel schützt alle deine Bücher vor Feuerschäden, falls es in der Bibliothek zu einem Brand kommt. Effektivität der Predigt ist doppelt so hoch. Deine Lords und Krieger sind doppelt so fähig im Umgang mit dem Bogen, unabhängig von ihrer diesbezüglichen Fähigkeit. Ich habe das Gefühl, es funktioniert gar nicht richtig mit der Ratteninvasion. Deshalb verkaufe ich einfach ein bisschen davon. Das ist ja auch hier oben Überschuss. So viel Geld hat er gar nicht. Oh nee, ich will nicht 41 bezahlen für Wundsalbe. Können wir lieber 5, obwohl Werkzeuge produzieren wir gleich selbst. Ist egal. Kaufen wir jetzt mal eben, dann können wir nämlich endlich die das Gebäude bauen, was halt die anderen Gebäude verwaltet.
Kontor. Rüstung ist auch, können wir gerade nicht kaufen, weil die Beziehungen so schlecht sind mit meiner Matriarchin. Muss gerade noch ein bisschen drücken, weil der hat nur 820 Münzen dabei. So. Reichtum in unseren Landen. Wachen. Tja, Wache tot. Doof gelaufen. War wahrscheinlich ein unzufriedener Bürger, den wir deshalb zwangsrekrutiert haben. Oh, jede von einem Beamten ausgewiesene Anweisung kostet ein Papier, also habe ich gar nichts davon, hätte man gar nicht kaufen brauchen. Außer mein Verweiser hat einen Wert von 15. Gut gemacht. Vielleicht sollten wir die Leute alle einsperren. Also zu Sklaven machen. Sklaven arbeiten länger und die muss ich nur einschüchtern. So, jetzt machen wir wirklich den Break, bevor ich wieder total überziehe. Und ich esse jetzt einfach meine Schnitte im Break. Scheiße.